Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli. Ich muss sagen, ich lese ja immer sehr viel, aber der Juli hat alles getoppt. Also so viel habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen, seitdem ich BookTube mache. Ich habe 18 Bücher gelesen mit einer Gesamtlaufzeit von sie Ach, Gesamtlaufzeit mit einer Seitenanzahl von 7.343 Seiten. Und ja, ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich hatte zwar 2 Wochen Urlaub, aber habe eine Woche davon gar nicht gelesen oder fast gar nicht, weil ich da zwei nicht so gute Bücher erwischt hatte. Und ja, aber ich bin froh, dass die Bücher vom Sub sind und möchte sie euch jetzt zeigen. Ich werde sie euch jetzt nur zeigen und meine Bewertung abgeben. Allzu viel werde ich nicht dazu sagen. Meine Überlegung ist auch, ob ich anstatt des Monatsrückblicks, weil ich ja so viele Bücher im Monat lese, ob ich sonst so einen Wochenrückblick immer mache. Dann habe ich auch die Bücher noch ein bisschen mehr im Kopf und kann euch da ein bisschen besser was zu sagen. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr besser finden würdet. Also wöchentlich oder monatlich. Und ich fange einfach mal an. Und zwar mit der Brief von Caroline Hagebölling, ist im DTV Verlag für 14,90 € erschienen, hatte 224 Seiten, hat 4 Sterne von mir bekommen. Ja, hier ging es um Marie. Sie lebt als Journalistin in Hamburg mit der Architektin Johanna zusammen. Also sie führen eine Liebesbeziehung. Und dann bekommt sie einen Brief von einer alten Schulfreundin, die aber von Maries Leben in Paris schreibt, mit dem Galeristen Victor an ihrer Seite, was ja gar nicht stimmt. Und da passieren noch einige merkwürdige Dinge mehr und sie fährt oder fliegt dann nach Paris, um der Sache auf den Grund zu gehen. Überraschende Wendung, sehr flüssig zu lesen, hat mir gut gefallen. Dann habe ich gelesen Geständnisse von Kané Minato aus dem Bertelsmann Verlag. Hier ging es um Yuko Moriguchi. Sie ist Lehrerin und ihre kleine Tochter ist dort an der Schule im Schwimmbecken ertrunken. Und sie meint sicher, dass es jemand aus ihrer eigenen Klasse war, also ein Schüler aus der Klasse. Und sagt denen das auch und setzt dann ein tödliches Drama in Gang, wo ich echt gedacht habe, was so ein paar Minuten oder eine falsche Entscheidung oder eine falsche Reaktion für Schicksale auslösen können. Das war schon Wahnsinn, hat mir sehr gut gefallen, hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Dann muss ich euch jetzt stellvertretend ein Buch der Reihe zeigen, weil ich das, was ich gelesen habe, gerade nicht da habe. Ich habe gelesen Feel Again von Mona Kasten. Das ist der dritte und abschließende Teil der Reihe. Und das hier ist der zweite Teil der Reihe. Der dritte hat mir mit Abstand noch am besten gefallen. Hatte 480 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich ein Buch von einer Autorin zugeschickt bekommen. Ich sollte nämlich ihr neues Buch rezensieren. Und dann habe ich ihr geschrieben, dass mich das alte auch, also das erste von ihr auch sehr interessiert. Alleine von dem witzigen Titel her. Und dann hat sie mir das auch freundlicherweise zugeschickt. Und zwar von Anke Maiberg, Ist das Liebe oder kann der weg? Das fand ich total, den Titel finde ich total witzig. Sie hat mir das hier auch noch signiert. Und ja, das war eine schöne Frauenlektüre für zwischendurch. Ab und zu lese ich sowas ja auch mal. Hier ging es um Inga. Sie hat ihren Freund kürzlich beim Fremdgehen erwischt. Und dann zu einem Überdruss, ja, wie soll ich sagen, findet sie auch noch eine Leiche in ihrer näheren Umgebung und geht dann mit ihrer exzentrischen Tante auf Männerfang und gleichzeitig Mördersuche. Und ja, wie gesagt, locker leichte Lektüre, hatte 432 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Dann komme ich zu einem Monatshighlight von mir mit 5 Sternen. Und zwar geht es um das neue Buch von Nora Roberts, Die Stunde der Schuld. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich
habe auch noch nicht wirklich viel von der Autorin gelesen, muss ich gestehen. Das wird sich auf jeden Fall ändern, so wie Luna Wood, die ist ja völlig begeistert von Nora Roberts. Hier geht es um Naomi. Ich habe Sprachstörung. Naomi, sie war 11, als etwas Schreckliches passiert und sich herausstellt, dass ihr Vater nicht der Mann war, für den ihn alle gehalten haben. Und als sie dann erwachsen ist, also er kommt dann ins Gefängnis und als sie erwachsen ist, hat sie einen anderen Namen angenommen und hat sich ein neues Leben aufgebaut und hat ein kleines Haus an der Küste entdeckt, welches sie komplett renovieren möchte und wo sie dann ihr Leben verbringt oder verbringen möchte. Und ihr ist Zander eine große Hilfe, der auch in dem Ort wohnt. Und es bahnt sich auch so ein bisschen was zwischen den beiden an. Und dann taucht eine Frauenleiche auf, direkt bei ihr im Wald. Und sie hat das Gefühl, ihre ganze Vergangenheit bricht wieder von vorne los. Es hat 608 Seiten. Ich habe es aber wirklich innerhalb von 2, 3 Tagen weggesuchtet. Total toll. Ich glaube, der Anfang war mir nicht ganz so leicht gefallen, aber danach wurde es immer besser, so dass ich am Schluss einfach nur 5 Sterne geben konnte. Ja, und dann kam auch schon mein Monatsflop, und zwar von Gardsvein Teufelskälte. Hatte 416 Seiten, hat von mir 3 Sterne bekommen. Ich weiß, dass viele das total toll fanden. Hier geht es um den Kommissar Tommy Bergmann, wo eine Prostituierte auf brutale Weise ermordet wurde. Und dieser Mord weist halt große Ähnlichkeiten zu früheren Mädchenmorden auf. Und er rollt die alten Fälle dann halt auch wieder mit auf. Ich weiß nicht, ob es der Schreibstil war. Ich kam mit dem Buch einfach nicht klar. War einfach nicht meine Welt. Dann habe ich gelesen von Sebastian Fitzek Amokspiel. Ist im Knauer Verlag für 9,99 € erschienen. Auch wenn mich jetzt viele wahrscheinlich massakrieren wollen, das Buch hat 3,5 Sterne von mir bekommen, hatte 448 Seiten. Also es war kein schlechtes Buch, aber es hat mich auch nicht wirklich begeistert. Hier geht es um die Kriminalpsychologin Ira Samin. Sie möchte sich eigentlich gerade umbringen, da der Tod ihrer Tochter schwer auf sie lastet. Und dann wird sie aber in einen Radiosender gerufen, in dem eine Geiselnahme stattgefunden hat. Und ja, der Geiselnehmer hat ganz komische Forderungen. Und ja, es war unterhaltsam, es war spannend, aber es hat mich einfach nicht so wirklich mitgerissen. Daher 3,5 Sterne von mir. Dann habe ich noch ein dickes Buch gelesen. Und zwar von Patrick Francis, Die Schatten von Race Point. Ist im Bien-Vallée Verlag für 9,99 € erschienen. Hatte stolze 592 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe zu fast allen Büchern auch eine Rezension geschrieben. Verlinke ich euch meinen Blog mal. Vielleicht mögt ihr da auch einfach mal vorbeischauen. Da erfahrt ihr dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, hier ging es um Helly Costa und Gus Silva. Sie sind unzertrennlich. Als Teenager sind sie ein Liebespaar. Das alles spielt in den späten 70ern. Und Gus wird aber Jahre später dann eines Mordes bezichtigt und ja, also Helly reist ihm dann hinterher und möchte versuchen, ihm zu helfen und stößt in ihrem Heimatort auf, was steht hier, auf dunkle Geheimnisse und ja, hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, 4 Sterne ließ sich auch gut weglesen. Und kann ich auch weiterempfehlen. Dann habe ich noch ein E-Book gelesen. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Es war richtig tiefgründig.
Es hat mir persönlich auch irgendwie was gegeben. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. So, ich zeige euch das mal eben. Und zwar von Gail Forman, das neue Buch. Manchmal musst du einfach leben. Hatte 368 Seiten, hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Hier geht es um eine junge Mutter, die alles gibt, beruflich wie privat. Und ja, bricht dann einfach eines Tages zusammen und muss sich dann einfach mal zurücknehmen und auch mal ein bisschen an sich denken. Und ja, es ändert sich für sie alles. Das Familienleben ist ein ganz anderes. Sie ist jetzt ja erstmal krankgeschrieben für längere Zeit. Und ich fand das einfach, ich habe mich in den ersten Seiten direkt so ein bisschen wiedergefunden. Fand das total berührend und total auch erfrischend, mal davon zu lesen. Und das kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das werde ich mir auch noch als richtiges Buch zulegen. Hat mir richtig gut gefallen. Dann kam als nächstes der nächste Teil von Elle Kennedys Goa mitten ins Herz. Ist im Piper Verlag für 9,99 € erschienen. Hatte 416 Seiten und hat auch 4,5 Sterne von mir bekommen. Hat mir auch gut gefallen. Hier, oh, hier sind zwei ganz böse Fliegen. Hier ging es um Dean Di Laurentiis und um Ellie Hayes. Er kann gar nicht verstehen, dass sie nach einer gemeinsamen Nacht nichts mehr von ihm wissen will. Ja, sie konnte ihm in der Nacht nicht widerstehen. Ja, und merkt dann halt im Laufe der Geschichte auch, dass sie ihm auch auf Dauer nicht widerstehen kann. Ja, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Als Überschrift steht, er weiß, wie man gewinnt, aber weiß er auch, wie man das Herz einer Frau gewinnt. Und ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ein toller New Adult Roman. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Immer mal ein bisschen gucken, dass ich auch die Bücher alle zeige und keins vergesse. Dann habe ich gelesen in einer Leserunde von Lone Theils Die Mädchen von der Englandfähre, ist im Rororo Verlag für 9,99 € erschienen. Und hier ging es wieder um alte, ungelöste Fälle, was mich immer sehr interessiert. Spielt in Dänemark und die Ermittlerin ist die Journalistin Nora Sand. Und es geht darum, dass im Sommer 85 zwei dänische Teenager auf der Überfahrt nach England spurlos verschwinden. Und Jahrzehnte später fällt Nora Sand, die als Journalistin in London arbeitet, ein Foto der beiden in die Hände. Und das Foto scheint das Eigentum von einem einsitzenden Serienmörder zu sein. Und ja, sie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und kommt einer ganz ungeheuerlichen Geschichte auf die Spur. Also ich fand das wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, hat auch 4,5 Sterne von mir bekommen und hatte 432 Seiten. Dann habe ich ein Buch gelesen, was mich echt so ein bisschen zwiegespalten hat. Und zwar von Mary Kubica, Don't You Cry, Falsche Tränen. Hatte 384 Seiten, hat im Endeffekt noch 4,5 Sterne von mir bekommen. Aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit dem Schreibstil diesmal. Es ging hier um die junge Studentin Esther Vaughn. Sie verschwindet spurlos aus ihrem Apartment. Und ihre Mitbewohnerin Quinn findet einen Brief und weiß gar nicht mehr, was sie jetzt noch von Esther halten soll. Und ja, sie beginnt halt zu recherchieren, was mit Esther ist, was eigentlich mit der jungen Frau ist, die vor ihr in der Wohnung gewohnt hat. Und ja, sie bringt sich dadurch halt in Gefahr. Und was dahinter steckt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Die Geschichte fand ich total interessant, aber ja, wie gesagt, ich hatte sehr große Schwierigkeiten, da reinzukommen, ja, weiterzulesen, allgemein überhaupt in die Geschichte reinzukommen,
Aber dann, als ich drin war, hat es mich wirklich begeistern können. Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Dann habe ich ein ganz dünnes Buch gelesen. Auch nochmal mit 252 Seiten. Das hat sich mal bei Weltbild günstig mitbestellt. Und zwar von Claire O'Donoghue, I'm Dreaming of You. Ich habe jetzt aber erst gesehen, dass es noch zwei Bände mehr gibt. I'm Fighting for You und I'm Thinking of You, glaube ich. Und hier geht es um die 13-jährige Kathleen. Sie hat unter ihrem brutalen Stiefvater zu leiden, kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus und verliebt sich Schlag auf Fall in den behandelnden Arzt. 10 Jahre später findet sie den Arzt wieder, doch er scheint unerreichbar. Ja, sehr unterhaltsame Geschichte, konnte ich super schnell weglesen. Ich möchte die anderen Teile auch irgendwann nochmal lesen. Und hat auf jeden Fall 4 Sterne von mir bekommen. Dann habe ich, ja, ich muss dazu sagen, ich habe diesen Monat, also im Juli, wahnsinnig viele 4,5-Sterne-Bücher gelesen. Das nächste kommt jetzt. Und zwar Fighting to be Free von Kirsty Mosley, nie so geliebt. Ist im HarperCollins Verlag für 12,99 € erschienen. Hatte 528 Seiten und wie gesagt, 4,5 Sterne von mir bekommen. Und ja, der Hauptprotagonist hat es mir da total angetan. Und zwar ist das ein verurteilter Bad Boy namens Jamie. Das Einzige, was ich nicht nachvollziehen konnte, teilweise seine Handlung. Da habe ich nur gedacht, mach doch nicht wieder denselben Scheiß. Aber insgesamt fand ich es super toll. Es soll, glaube ich, auch wieder eine Reihe werden, wenn ich das richtig habe. Hier geht es auf jeden Fall um Jamie und um Ellie. Und Ellie ist ein Mädchen aus gutem Hause und er ist halt ein vorverurteilter Bad Boy. Und ja, mir hat die Geschichte wahnsinnig gut gefallen. Hat auch stark an der 5-Sterne-Marke gekratzt, muss ich sagen. Aber ein tolles 4,5-Sterne-Buch kann ich euch nur empfehlen. You Adult. Was ich hier bloß hatte, ich hätte am Anfang die Charaktere wesentlich älter eingeschätzt. Ich habe mich dann erschrocken, wie jung sie eigentlich noch sind. Aber nichtsdestotrotz, ein ganz tolles Buch, muss ich sagen. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Dann habe ich zwei Bücher von einer Autorin gelesen, was ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse. Ich habe erst das neueste Buch von ihr gelesen, von Jutta Maria Hermann, Amnesia, ich muss mich erinnern. Und hinterher habe ich dann gelesen Hotline. Und waren beides 4-Sterne-Bücher für mich. Im Endeffekt hat mir Hotline aber, glaube ich, noch ein bisschen besser gefallen. In Amnesia ging es um Helen, die die schockierende Diagnose Krebs im Endstadium bekommen hat. Und sie sucht Zuflucht bei ihrer Familie. Ihre Mutter ist ein absolutes No-Go, fand ich. Also echt schlimm. Finde ich echt traurig, selbst wenn man eine erwachsene Frau ist, dass man so aufgenommen wird. Und ihre Mutter weiß auch nicht, dass sie todkrank ist. Ihre Schwester stellt sich heraus, ist schwanger von einem ehemaligen Bekannten von Helen, nämlich Leon. Und sie stellt ihr halt fest, dass ihre Schwester von Leon misshandelt wird. Sie ist wirklich so sauer, dass sie denkt, wäre er doch gar nicht mehr am Leben. Und ein paar Tage später ist Leon wirklich tot. Und sie kann sich an nichts erinnern. Und stellt sich natürlich die Frage, hat sie Leon umgebracht? Und ja. War ein sehr interessanter Thriller, wie gesagt, 4 Sterne von mir. Das andere Buch der Autorin war Hotline, das ist das erste Buch der Autorin. Amnesia, das dritte. Das zweite war Schuld bist du. Das hat mir von den dreien, glaube ich, noch am besten gefallen. Und hier geht es um eine Beicht-Hotline. Und ja, die Betreiber dieser Hotline werden auf einmal in eine abstruse Geschichte verwickelt und
Ja, was das alles mit dieser Beichthotline zu tun hat, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Bei diesem Buch würde ich sonst zu viel verraten. Hat mir aber ganz gut gefallen. Der Anfang war ein bisschen schwierig, aber es wurde zum Schluss immer besser und ganz zum Schluss war es wirklich richtig spannend. Kann ich euch auch empfehlen. So, jetzt haben wir noch zwei Bücher. Zum einen noch ein E-Book und zwar eines, was mich anfangs total begeistert hat und immer schwächer wurde für mich jetzt. Ich kann ja nur von meiner persönlichen Meinung sprechen. Und zwar von Kim Nina Ocker, Nothing Like Us. Ich zeige euch mal eben das Cover. Und hier geht es um ein junges Mädchen. Ich komme jetzt gerade wieder auf den Namen nicht. Einen Moment. Lena. Sie ist 19 Jahre alt und kommt aus Deutschland nach New York und soll dort in einem renommierten Hotel ein Praktikum machen. Sie hofft, dass sie dort viel in die Küche reinschnuppern kann, sage ich jetzt mal, in den Alltag der Arbeit in der Küche. Und dem ist aber nicht so. Sie bekommt immer nur blöde Aufgaben zugeteilt, unter anderem eine Besenkammer aufräumen und trifft dort auf einen anderen Praktikanten. Und ja, wie das so ist, die beiden kommen sich ein bisschen näher und sie weiß aber nicht, dass dieser junge Mann der Stiefsohn des Hotelbetreibers ist und das Ganze irgendwann übernehmen soll. Das, für mich war diese Geschichte einfach schon zu klischeehaft. Am Anfang war es noch sehr witzig gemacht, aber insgesamt konnte es mich nicht so begeistern. Hat dann 3,5 Sterne von mir bekommen und hatte 530 Seiten. Da muss ich auch sagen, da hätten wirklich 200 Seiten weniger gereicht. Und ja, mich konnte das Buch einfach nicht komplett begeistern. So, jetzt habe ich gleich keine Stimme mehr, aber hier liegt noch ein Buch. Und das habe ich schon ganz oft jetzt bei BookTube gesehen und deswegen möchte ich da auch noch kurz was zu sagen. Ich habe, glaube ich, noch nicht so ein verrücktes Buch gelesen. Und zwar geht es um Sag kein Wort von Rafael Montes, ist im Limes Verlag erschienen. Wenn ihr das kauft, wird es das im Hardcover geben. Meins ist ein unkorrigiertes Leseexemplar. Und hier geht es um Theo. Theo ist Einzelgänger. Er studiert Medizin und fühlt sich am wohlsten im Seziersaal in der medizinischen Fakultät. Seine beste Freundin ist eine Leiche. Und er lernt eines Abends Clarice kennen und sie geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er stalkt sie. Er entführt sie. Ja, er macht Dinge, die ich im Leben nicht gedacht hätte. Und Clarice, muss ich sagen, ist aber auch kein Sympathieträger gewesen. Und das Ende ist absolut der Hammer. Ja, bei diesem Buch fehlen mir echt Worte. Mir hat es aber, ich habe ja damals You, du wirst mich lieben oder wie das hieß, gelesen. Das ging ja gar nicht. Dies hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Man muss halt ein bisschen die Realität außen vor lassen. Also wenn so eine Geschichte wirklich genau so passieren würde, würde ich den Glauben an die Menschheit verlieren. Nichtsdestotrotz, ein guter Thriller, hat mich gut unterhalten, 4 Sterne von mir bekommen. Ja, das war jetzt mein Lesemonat. Vergesst bitte nicht, mir eure Meinung bezüglich Wochenrückblick oder Monatsrückblick zu schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich wieder sehr über Kommentare auch sonst von euch freuen. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!